de terreny afganisă, iunghișa, noi ești stat din Estre, iar terreny urmă în 2010 de grunde. Und wir setzen uns sehr viel für die Integration von Flüchtlingen. Was ich gerne erwähnen will zu dem ganzen Abschiebung nach Afghanistan, wie Frau Sonja das vorhin erwähnt hat, das ist wirklich einfach die Menschen in der Tode zu schicken, und das heißt, dass wirklich Afghanistan nicht sicher ist. Es gibt sehr viele Berichte in sozialen Medien, und wir haben Kontakt mit denjenigen, die aus Österreich, aus Deutschland, aus Dänemark, Schweden nach Afghanistan abgeschoben wurde. Und ich wollte noch die Situation der afghanischen Flüchtlinge momentan in Österreich ein bisschen klären. Unter denen herrscht sehr Angst. Die sind sehr psychisch belastet. Es gibt Fälle, dass ich kenne aus meiner eigenen Freunde, mit denen ich Kontakt habe, die sind sogar, oder die denken daran, dass sich selbst umbringen, falls es zu diesem Fall kommt, dass die nach Afghanistan abgeschoben werden. Also da muss man wirklich genau wissen, oder diesen Fall ein bisschen klarer ersetzen, was man halt mit denen macht. Und die Situation der Flüchtlinge, die in Afghanistan abgeschoben werden, ist auch sehr schlecht. Es gibt Fälle, und es gibt auch Berichte in sozialen Medien, und ich habe auch selber mit denen gesprochen. Vor ein paar Tagen oder vor einem Monat wurde, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube aus Schweden wurde 11 Afghanen nach Afghanistan abgeschoben. Genau im Flughafen wurden die von der Grenzpolizei halt geschlagen, obwohl dort ca. 50 schwedische Polizei dabei waren, und die haben das einfach nur zugeschaut, ne? Und damit will ich nur sagen, wenn man halt genau beim ersten Tag in Afghanistan geschlagen wird, ne, dann wie kann man halt von einem sicheres Land reden? Und sogar von der Behörde, dass die dafür unterschreiben und sagen, ja, Afghanistan ist sicher. Selbst wenn man halt auf der Außenministeriums Webseite nachschaut, da steht auch eine Reisewarnung für Afghanistan. Und dann wir reden hier von Menschenrechten und sagen, ja, okay, wir oder halt Europa, in Europa muss Menschenrechte geben, das geben, das geben. Meiner Meinung nach, das ist einfach nur eine Frechheit. Und was ich noch sagen wollte, es gibt in Afghanistan, es gibt sehr viele ethnische Gruppen und religiöse Minderheiten. In Wiener Neustadt, es gibt einen Fall, dass in Wiener Neustadt oder Niederösterreich ist vier Familien aus einer Minderheitengruppe aus Afghanistan, genau gesagt sieben, die sind abschiebebereit nach Afghanistan. Und das wissen wir auch, dass die Sikhen werden seit Jahrhunderten in Afghanistan halt verfolgt. Und genauso die anderen Minderheiten. Aber trotzdem sagt man ja, okay, kein Problem. Sagen wollte, ich habe vorhin über Sikhen gesprochen, dass die abschiebebereit nach Afghanistan sind. Von Behörden wurde halt klargestellt,
feststellt, dass die nicht aus Afghanistan kommen, aber die sind abschiebebereit und werden nach Afghanistan geschickt. Dann fragt man, warum, wenn die halt keinen Afghanen sind, warum werden die halt nach Afghanistan wieder zurückgeschickt. Was ich noch sagen will, ist, allein von 2001 bis 2016 wurde mehr Geld als der Marshallplan nach Afghanistan geflossen. Aber wo ist überhaupt das ganze Geld, das nach Afghanistan geflogen ist? Und Opiumplantagen. Genau. Und jetzt, wo Europa oder die USA kein Geld mehr nach Afghanistan schicken wollte, die haben es das Ganze halt unterschrieben. Dann, damit halt die von irgendwo wieder halt ein Geld bekommen oder halt selber ein Geld für sich, damit die halt in die eigene Tasche stecken können. Der Verein Neustadt setzen uns klar wieder gegen die Abschiebung nach Afghanistan und hoffe, dass am 20. Mai sehr viele Menschen auf der Demo kommen und sagen Nein zu der Abschiebung nach Afghanistan oder Irak oder Somalia.